Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, was ist das? Ja, Fühlt sich ergänzt. genau, ich schaue nur gerade auf, dass ein Kind ist geboren, also dachte ich so, ja, Sims vielleicht, oder? Naja, gut. Mission fehl. Wieso fehlgeschlagen? Bisschen folgende Armee in Gefecht schrecken des. Achso, die da. Die haben sich aber zurückgezogen, das konnte ich gar nicht machen. Das Mission zählt nicht. Das zählt gar nicht. Erforschen Technologie in Konstruktion. Ja, mal schauen. Ob ich das mache. So, der bleibt jetzt ein Weilchen hier und baut seine Armee auf. Hier muss ich jetzt meine Kultur hochpushen. 3 kultureller. 2, 4. Dann mache ich Schrein des Zeus. Ja, komm. Schrein des Zeus ist doch gut. Das passt erstmal. Dann hier werde ich die da automatisch. Das ist eine von denen, die ich gerade erobert habe, besiegt habe. So. Dann gleich mal. Das Gute Alter. ist, dadurch, dass ich jetzt gerade bei mir wieder eine Armee aufstelle, wird jetzt die öffentliche Ordnung wird wieder besser. Also noch nicht, aber Das ist krass. jetzt dann durch die Militärpräsenz wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen besser gehen. Hoffen wir mal. Minus 10. Ich hab Marmor. Fällt mir gerade auf. Wuhu. Marmor. So, wie geht's da eigentlich? Ganz gut. Dann kommst du mal Richtung Adumatu. Das heißt wirklich so. Forschungsrate ist immer gut. Minus 2 öffentliche Ordnung kann ich mir da eigentlich. Ja, lassen wir es noch. Und hier brauche ich das eigentlich gerade auch nicht. Gut. Du fährst mal weiter, schön brav hier hin. Dann nach oben. Fraktion angetroffen, nicht angegriffen. Hoho. Der mag mich nicht so, der mag mich. Warte mal. Seid willkommen und sprecht frei Handel. und ohne Abstriche. Super. Eure Worte erfreuen. Dann Knossos. Karthago mag mich gar nicht. Libyen auch nicht. Im Namen meines Herrn heiße Warte ich euch willkommen. mal. Ah, nee, doch nicht. Eure Was denn? ehrbaren Worte Ich habe rühren. gerade gedacht, ob Ich hier nehme an. im Spart, also in der Nähe von Sparta steht ja auf der Map so eine Statue von so einem Gott. Wenn du Odyssee spielst, dann sind diese Statuen ganz oft Aussichtspunkte. Und ich habe gerade überlegt, ob ich auf dieser Gereise euch. Statue schon drauf war. Also ob ich auf die drauf geklettert bin, weil es gibt in Kefalenia halt eine Statue von Zeus. Und jetzt habe ich kurz überlegt, ob das die ist, auch wenn das nicht Kefalenia ist, hier die Insel. Aber hab dann gesehen, ah nee, die sieht ganz anders aus. Weil das wäre echt witzig. Ah, Kefalenia, wo ist Kefalenia eigentlich? Das ist ja ganz woanders. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. So, warte, die brauchen noch einen neuen Namen. Die neue Armee. Ups. Nicht Bezwinger des Kyklopen. Das ist zwar toll, aber
Ihr werdet jetzt, warte mal, 500... Hansel von drüben. Okay, Hansel von... Gut. Ich sag dir, die Hansel von drüben machen dich fertig. Ich glaub's. Weißt du, du schickst so extra nur die eine Armee rüber, so mit nur Elite-Einheiten. Dann ich hab's dir gesagt. Ey Boss, die Hansel von drüben haben uns angegriffen. Hä, wer? Ja, die Seligiden. Oh je. Die ja. Vorstellung ist lustig. Hm, definitiv. So, spartanische Hoplotten. Hoplotten? Ja, was hast du jetzt gedacht? Ah, irgendwas, ja, irgendwas. Krummel, krummel. Dachte ich mir. Tarantinische Kavallerie. So, jetzt bin ich tatsächlich bald wieder so weit, dass ich auf Bullstick bin. Ich glaube, ich schalte jetzt bei meinem Agenten, schalte dieses militärische Eifer oder so, diese Aktion noch. Weil das macht ja auch die öffentliche Ordnung besser. Mhm. Und sein Spruch dazu, ein Grieche ohne Schwert in der Hand ist kein Grieche. Naja, und hat ein Schwert in der Hand. Ich verstehe bei den Spionen, ich verstehe nicht, warum soll ich sie Nyx nennen? Die hießen so, glaube ich. Also die Botschafter oder... Aber Nyx war doch... Oh, warte mal. Also Nyx also, sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht was. Also Larisa ist jetzt gerade wieder mehr oder weniger unbemannt. Ah, und Apollonia wurde jetzt wieder von Epirus eingenommen. Ja, sieh mal einen an. Ich habe nur keine Ahnung, wo Epirus davor war. Ja, Epirus hat sich wahrscheinlich wieder befreit. Also quasi... Stimmt. Seleukiden haben... Vielleicht einen Sklavenaufstand genau. Oder so und darüber, oder? Ja. Kann sein, ja. Krass, Epirus ist zurück, yay! Nicht mehr lange. Wahrscheinlich. Entweder mache ich sie platt oder Makedonien. Naja, Makedonien haben die eigentlich immer gemocht, also... Ja. Mehr oder weniger. Warte mal kurz, bitte. Jo. Nein, hier in dem Spiel heißt es tatsächlich noch Makedon. Meine Mom meinte gerade von hinten, dass sie glaubt, dass es eigentlich Mazedonien heißt, aber es ist schon Makedonien, oder? Mhm, ja. Ja, doch, Makedonien. Also das, in Latein wird es zwar mit C geschrieben, aber das C wird ja... In Lateinischen halt auch wie K ausgesprochen. Ah, okay. Mama? Das Wissen muss ich jetzt kurz weitergeben. Entschuldigung an alle Zuschauer. Ja, nicht so. Aber interessant. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden oder ob wir es drin lassen, aber es war auf jeden Fall eine kurze, für mich zumindest interessante Ding. Ja, hier hat man nichts gehört. Also. Ach so, okay. Demnach wird es wahrscheinlich am Ende rausgeschnitten. Ja, mal schauen, wenn ich es wieder finde. Garantiert, weil du musst ja drüber schneiden. Glaube ich fertig. Soweit. Okay. Bing. Und was kam jetzt raus? Eigentlich? Sie meinte, dass im Italienischen ist es so, dass wenn das C vor einem A steht oder vor einem E, wenn es vor einem E steht, dann wird es eben wie Z gesprochen und wenn es vor einem A oder einem O oder U oder sowas steht, dann wird es wie K gesprochen.
Und deswegen hat sie gemeint, ist es bei C, wäre sie da jetzt skeptisch, wenn das mit C ist. Und dann habe ich aber gemeint, das wird aber hier im Spiel mit K geschrieben. Also ist es schon beabsichtigt, dass man es Makedonien spricht. Okay, interessant. Also wäre halt interessant, ob das in Lateinischen halt genauso ist oder ob das... Ja, oder ob es da Unterschiede gibt zum Italienisch. Weil ich habe, also mein Kunstgeschichte-Professor, der hat halt gesagt, dass es eigentlich immer, also in Lateinischen war es immer K. Also es heißt ja, also er hat gesagt, es wird eigentlich auch Caesar, also statt Caesar gesprochen. Aber ja, die heutige, ja, also heute wird es ja Caesar ausgesprochen, also naja. Ja, vielleicht auch vom Englischen beeinflusst, weil da war es ja dann Caesar. Ja, genau. Oder halt auch von Italienischen, weil wenn die... Das kann auch also, sein, dass die es eben als Z sprechen, weil CE... Genau, das könnte halt auch Caesar. Echt sein. Das könnte wirklich der Grund sein, ja. Mhm. Dass im Lateinischen Caesar war und im Italienischen Caesar. Das könnte man nochmal... Also ich könnte... Ja, ich könnte nochmal meinen Lehrer fragen, weil der ist auch oft in Italien. Und ja. Doch, wieder voll interessant hier. So, Da sollen die Kinder mal sagen, sie lernen auf YouTube nichts hier. Die Kinder. Ja, hier lernt man auf jeden Fall was. Ja, doch. Also ich würde schon sagen, dass dieses Let's Play nicht ganz ohne einen lehrreichen Effekt ist. Ja. So, jetzt will Media sich die Stadt hier krallen, das gefällt mir nicht so ganz. Aber Media ist halt auch, sind halt meine Buddies. Naja, okay. Warte, wer bist du? Ah, du bist Persien, immer noch. Dann baue ich mal meine Bogenschützen aus, damit ich dich schön ärgern kann. So, minus 4 Nahrung kann ich locker verkraften. Ah, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten. Schniff. Warte, du baust gerade... Nee, dann mache ich die da alle weg. Und du gehst jetzt Richtung... Die Hanse von Trieben gehen jetzt nach hier und bauen neue Bogenschützen. Okay. Oder warte mal. Ich könnte auch die Peltasten machen, weil die sind auch ziemlich gut. 40 zu 37. Nee, aber okay. Die Bogenschützen sind schon besser. So, 212, der bekommt was. Und zwar kein Kind, sondern Landwirtschaft, wieso? So, den habe ich auch zum Philosophen gemacht. Alles Philosophen bei dir. Ja. Erfahrungsrang für Rekruten. Das ist echt komisch, weil bei Kommandant kann man ja die Erfahrungsränge hochpumpen. Und jetzt bei Philosophen, also das habe ich statt Krieger, kann man das auch. Und warum sollte man das machen? So, naja. Ich finde es ein bisschen komisch. Nahkampfabwehr, Angriff. Angriffsreichweite ist gut. Moral bei Defensiv. Und hier Schüsse pro Minute. Auf in die Schlacht. Das gefällt mir doch. Was ist hier? Agentenschutz ist auch wichtig. Ja, das ist nicht so weh.
Wagemut. Motivieren. Nahrung. Krass. Gut, dann mache ich mal den Angriff. Und hier das da. Und hier bekommst du auch. So. Super, dann bin ich dieses Mal auch schon fertig. Five, five, five. Ah, das Schiff fährt noch. Dann bist du dran. Okay. Yeah, ein Kind ist geboren. Ein gesundes Kind ist geboren. Eine zukünftige Säule der Familie und des Volkes. Alter, übertreib halt. Ja, bei mir in Sparta ist das sehr wichtig, okay? Ich weiß ja nicht, wie das bei dir drüben in Säule-Dings da läuft, aber bei uns ist das krass. Ja, bei den Greeks. So, ich kann was Neues bauen, aber... Ach so, ich dachte schon, ich kann nur... Kacke. Ich kann in Athen noch irgendwas Industrielles bauen. Ah, nee, oder ich könnte... Was war das? Ausbildungsfeld war das. Ja, genau. Ausbildungsfeld. Damit kann man dann noch bei Rekrutierung so Nahkampf, Angriff oder Abwehr oder so verbessern. Ich weiß nicht, welches davon ich nehmen soll, aber... Ja. Das Problem ist, das macht minus Nahrung. So, wie sieht's denn aus? Ja, jetzt geht hier die öffentliche Ordnung langsam mal auch wieder ein bisschen hoch. Ich hab noch 2 spartanische Hopliten zu rekrutieren. Dann bin ich jetzt auch wieder bei meinem gewohnten Einkommen ab nächster Runde. Und hab wieder eine Full-Stack-Armee, die aber stärker ist als die davor. Oh yeah. Ich habe nämlich jetzt keine periökischen, sondern spartanische Pikiniere. Mit, wenn ich das anmerken darf, einer Grundmoral von 93. Ja, ist ja gut. Auf Einheiten Rang 5. Was? Meine haben Grundmoral 39. Grundmoral wie viel? 39. Ah ja, ist ja zum Glück nur... Ein bisschen so weniger. Bisschen über das Doppelte. Die die Hopliten, die Spartanischen, haben sogar 100. Ja, 100 ist ja auch ausreichend. Das ist ja, man sieht ja die Basic-Werte und wie dann durch Außen, also durch Einflüsse wie Tempel, andere Gebäude und so, wie sich das dann hochsteckt noch. Genau, ja. Das sieht man ja. Und wirklich, also ich glaube, regulär hätten die irgendwie um irgendwas um die 70, steht es da? Ah, nee, shit, das wollte ich nicht. Wenn man da irgendwo draufklickt, steht es Rechtsklick. Da, Rechtsklick. Ah ja, genau. Grundmoral bei spartanischen Hopliten grundsätzlich wäre 65. Ja. Heißt, schlecht. Ich habe 35, habe ich durch irgendwie Tempel... Oder irgendwas anderes. Ja, und halt der General, der pusht die ja, stimmt, auch extrem. Ja, stimmt, ich hab ja den... Ich hab den Helden, den Geilen. Jetzt haben wir's. So, ja, dann, ich will jetzt mal aber gucken. Ich gehe jetzt mal mehr in Richtung Makedonien spionieren. Ich habe so das Gefühl, der will aber wirklich nach Epirus, also nach Apollonia, weil der steht hier mit 2 Armeen. Die eine steht relativ nah bei Larissa noch, aber nicht ganz, also zu weit weg, um eingreifen zu können. Und die eine macht sich gerade auf den Weg Richtung Apollonia, also... Ja, perfekt für dich, ne? Kannst ja, du beide dann ist, einnehmen. Für mich ist das gut, weil dann kann ich beides machen, ja. Larissa ist halt für mich nicht so richtig wichtig eigentlich, weil das ist halt so ein Ding, da sind krasse Pferde und ich brauche eigentlich so gut wie keine Pferde. Ja, bau da einfach ja, so Wirtschaft rein. Aber ich kann den Stall nicht abbauen.
Ja, aber das ist ja nur das Hauptding, oder? Ja, okay, gut, aber ja. Trotzdem. Also dann einfach zwei Ställe rein. Ja. Nicht Ställe, sondern... ja, ich weiß, was du meinst. Genau, Landtraum, klar. Apollonia ist dann das mit dem Wein, das ist gut, weil das verbessert den Handel. Ganz genau. Und meine Soldaten sind hoffentlich diszipliniert genug, nicht zu trinken. Genau. Hey, es sind Spartaner, okay? Zumindest dann, wenn es wichtig ist, sollten sie nicht trinken. Wenn sie nach einer gewonnenen Schlacht feiern, dann sage ich nichts. Okay. ja, ich glaube allerdings... Ah, warte mal, ich kann mal kurz gucken. Gibt es irgendwas Diplomatisches, was ich tun kann? Handelsabkommen. Die wollen kein Handelsabkommen. Epirus, ne, mit euch lohnt sich kein Handelsabkommen. Mit Knossos habe ich ein Handelsabkommen, das war das. Mit den Seleukiden bin ich aus irgendeinem Grund total gut. Ja, krass, gell? Ich weiß nicht. Mit Pergamon. Pergamon. Ja, da war's moderat, aber niedrig. Ich hab halt aktuell noch nicht so richtig die krassen Waren, die irgendwer haben will. Ich hab eigentlich nur, was war das, Ja, bis jetzt hast du nur Marmor. Ja, genau, sag ich ja. Ich habe nicht so wirklich... Ja, im Grunde ist schon bei allen das niedrig. Ja, du bist das... Du bist das Ohr des Pharaos. Ach, ich hab... Lol, richtiger Rassist, der Pharao. Weißt du, sagt er zu mir so, der allmächtige Pharao interessiert sich nicht für Handel. Vor allem nicht mit Ausländern. Und ich denke so, jo. Ja, mit wem handelt man sonst? Mit Arschlöchern. Ah. Ägypter. Ja, genau. Alter, richtiger Rassist, dieser Pharao. Der Herr der beiden Königreiche, gesegnet sei sein Name, bietet euch den Frieden und die Sicherheit von seinen Armeen an. Ja, dann gib mir mal... Warte, nee, warte. Ja, warte, die wollen mir 1000 geben für Friedensabkommen. 2000 ist moderat. Oh, nehmen sie auch noch. Okay, cool. Ägypten und ich sind jetzt Freunde. Für 2000. Cool. Nice. Ah, geil. Geil. Pergamon hat Zeit wieder eingenommen. Also von Rhodos. Und also Rhodos sind eigentlich meine Verbündeten. Und ja, aber jetzt kann ich hier eine Provinz voll machen. Ist gut. Ich denke, bei Rhodos denke ich die ganze Zeit an Knossos, jedes Mal. Wenn die Götter uns zusehen, fragen sie sich sicher auch, warum unsere Freundschaft nicht stärker ist. So. Also, Frieden verhandelt. Persien und Ägypten. Media und Ägypten. Rhodos ist jetzt aufgelöst. Natürlicher Tod, Politiker. Okay. Rang erhöht, bla bla. Gut. So, dann würde ich sagen, mache ich mich mal mit der 501. auf nach Said. Da komme ich zwar jetzt noch nicht hin, aber die nächste Runde. Mit den Hansel von drüben komme ich auch Richtung oben. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe schon richtig viele geile K
Kavallerie, aber ich muss mal schauen. Ich muss sagen, ich finde die Hansel von drüben, finde ich die allergeilste. Ja. Meder Kavallerie. Ist halt noch besser. Leichte Kavallerie. Indische Kriegselefanten. Ach. Warte, dann mache ich hier 4. Und 2 Kriegselefanten. So, Marin wurde vernichtet. Oh, hast du dich mit dem Falschen angelegt? Gut, Provinz unter Kontrolle. Natürlicher Tod. Okay. Ich will mal schauen, ob ich mein Kind... mein Kind ist noch zu jung, okay. Mit dem kann ich noch nichts machen. Gut, dann hau ich mal mit dem Wolfpack auch Richtung Dura wieder nach oben. Jetzt verlege ich mal meine ganzen Armeen Richtung Norden. Außer die 212. bleibt mal unten, weil da wird gleich eine Rebellion starten. Plus 10 öffentliche Ordnung, ah, das baue ich. Haha. Du machst hier mal das hier, dann Rekrutierungskosten. Ah, Begleitarmee, das brauche ich eigentlich nicht. Ah, Forschungsrate, das ist gut. Genau, dann Hoplitenkaserne und dann nächstes Mal hau ich die königliche Stelle. Super. Dann du. Alter. Rom hat Karthago erobert. Was? Ja. Oh, Karthago. Ja. Die Punischen Kriege. Krass. Das ist sehr selten. Das habe ich echt nur einmal, glaube ich, in ein Spiel. Ja, bei mir, ich sehe gerade, Apollonia wurde jetzt auch wieder von Syrakus eingenommen. Ah, krass. Okay. Und Epirus ist geflohen, scheinbar. Mm, also die Macht des Herakles. Lebt noch. Ja. Und weil daneben eine Fullstack Syrakusianische König steht hier mit einer Fullstack-Armee in Griechenland. Okay. Eine Einheit aus Epirus mit 11 Einheiten, die auch alle schon angeschlagen sind. Dann kommt von mir, bei mir drüben steht, bei Larisa steht noch eine 3 Einheiten starke Armee aus Makedonien. Mhm. Mit der stärkeren Armee hat sich der General, der vorhin da noch stand, wieder nach Pella verpisst. Okay. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen Rambazamba jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, krass. Okay, ich würde... ich muss noch... Nee, wie sieht es mit Folgen aus? Folge ist jetzt vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yay! Gut. So.